Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Hexenmeister Let's Play. Ich war mal so frei, ich bin nochmal zurückgegangen nach Eisenschmiede, denn das letzte Mal, ich habe so viel Mats auf der Bank oder beziehungsweise per Post bekommen von euch, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Deswegen habe ich mal meine Bank, erstmal aufgeräumt, beziehungsweise eigentlich auch noch Taschen dazu gekauft oder beziehungsweise mal die Slots dazu gekauft. Das heißt, ich muss erstmal Taschen holen. Das machen wir jetzt. Schauen wir, dass wir uns ganz fix hier ein paar Taschen orgen und dann schauen wir gleich mal eure Briefe an. Wie immer, wenn ihr mir gerne Ingame-Nachrichten schicken möchtet, könnt ihr das jederzeit gerne tun. Braucht ihr einfach nur auf dem Server BlackRock hier einen Charakter erstellen, auf Seite der Allianz und einen guten Delarim schicken. Jetzt schauen wir hier mal kurz. Behälter, irgendwas, was recht billig ist. Ich brauche jetzt nicht so massiv viel Platz. Ich glaube, wir gehen einfach mit den Netherstofftaschen. Wie viele Slots sind das insgesamt? Die habe ich gerade in Erfolg bekommen. 7. Okay, da brauchen wir 7 Taschen hier. Können wir sagen, Sofortkauf. Kann man nicht mehr Stück auf einmal kaufen auch? Ich glaube nur bei Mats und Staff. Dann kaufen wir einfach mal hier fix 7 Stück raus. Mal 4, 5, 6, 7. So, dann haben wir hier schon mal genug. Dann können wir nämlich hier gleich mal schauen, was wir denn wieder für Post bekommen haben. Dann schauen wir uns das hier gleich an. Ich muss auch noch den ganzen Teamock hier anlegen. Ich habe auch mal meinen Ruhestein jetzt finally in Eisenschmiede angebracht, weil der war ja immer noch im Sumpfland, glaube ich, zuerst. Deswegen ist es ein bisschen verwirrend immer, wenn du da die ganze Zeit immer hochfliegen musst, wenn du irgendwo hin willst. Aber ja, gut. Ich habe so gar keinen Track mehr, wo wir das letzte Mal über waren. Jetzt lockt hier noch einer ein. Deswegen müssen wir hier mal kurz schauen. Ich glaube, aufgehört haben wir bei Everlone. Ich glaube, das war das letzte. Genau, das war dann mit dem Teamwork. Hier noch mit den anderen Mats, genau. Das hier müsste neu sein. Kann sein, dass ich das nochmal vorlese, ohne dass ich ralle, aber ich glaube mal, das sollte eigentlich neu sein. Racewitch. Servus Flo. Bin neu im WoW und habe mit meinem ersten Char Level 60 erreicht. Eigentlich wollte ich gewissermaßen blind durch das Spiel leveln. Jetzt werden mir aber Levelgebiete aus verschiedenen Expansions angeboten und nun habe ich Angst, dass ich etwas verpasse, wenn ich dem ein Gebiet dem anderen vorziehe. Beeinflusst das meine Levelerfahrung auf irgendeine Weise, außer dass es ein anderes Gebiet ist, logischerweise. Nicht wirklich, das ist einfach, es gibt mittlerweile in WoW so viele Gebiete, dass sie es einfach ja, aufgemacht haben, dass du halt leveln kannst, wo du im Endeffekt willst. Deswegen nimm einfach das, was dir mehr zusagt, entweder Nordend oder Scherbenwelt. Im Laufe, wenn du noch andere Charaktere levelst, wirst du eh nochmal vorbeikommen. Ansonsten kannst du beim nächsten Mal halt einfach wechseln. Oder du machst auf Max-Stufe dann einfach weiter mit den Questgebieten und machst halt zum Beispiel die Erfolge für Meister der Lehren, wenn du halt die restlichen Quests dort noch alle sehen willst. Im Allgemeinen ist es egal, das hast du auch später nochmal mit Kataklysm, Pandaria und Co. Da kannst du dann immer wieder frei entscheiden, wo du quasi hingehen willst. Danke für ein Silber. Und nochmal eher, what up, PS, vielen Dank für deine Videos und deine Streams, finde sie wirklich sehr hilfreich und unterhaltsam. Bleib so wie du bist, Dankeschön, nochmal ein Silber, holy shit. Katrian, Main-Char-Wechsel. Moin, Scherm, ich spiele seit Jahren einen Dudu, dieser nervt mich aber zunehmend ab. In BFA habe ich mich nach dem zweiten Raid gewechselt. Einen Shami. Jetzt habe ich wieder zum Dudu gewechselt, da dieser ziemlich viel erreicht hat. Erfolge, Ruf und so weiter. Gerade die Dinge, die es in-game nicht mehr gibt und ich es nicht wegwerfen will. Besteht seit Classic. Es ist aber mehr ein Zwang, da ich nicht loslassen kann. Hast du einen Tipp, wie man Main-Wechsel ohne Bedenken hinbekommen? Nicht wirklich. Ich meine, ich weiß nicht. Ich hatte diesen Zwang, nie unbedingt irgendwie massiv zu wechseln. Ich habe von Classic, habe ich Magier gemaint. Und dann hat er mir nicht mehr gefallen, dann habe ich halt einfach Parler weitergespielt und habe mir im Parler halt nochmal alles neu gefarmt, dann Ruf und Co. Ja, im Endeffekt gibt es halt immer Sachen, die du nicht mehr holen kannst, aber das ist ja im Endeffekt egal, das bleibt dir ja trotzdem erhalten, selbst wenn du den Charakter wechselst. Ich für meinen Teil, wenn ich jetzt wechseln würde, ich würde zum Beispiel Ruffraktionen und Co. würde ich alle nochmal nach oben boosten, so wie ich es halt beim Achievement-Account genauso gemacht habe, aber das ist ja dann deine Entscheidung. Ich meine, wenn du die Ruffraktionen nicht brauchst, die Erfolge und so weiter, das ist eh alles am selben Account, das spielt eh keine Rolle, das ist eh alles für denselben Charakter. Und wenn du da irgendwie alles fertig machen willst, wie alle Raids mal durchclearen oder so, dann kannst du das halt eh alles nochmal machen, dann hast du wenigstens mehr als genug Content wieder am Start, würde ich mal sagen. Ansonsten, keine Ahnung, wie gesagt, ich hatte diese Probleme nie. Ich spiele seit jeher eigentlich dann meinen Paladin und ich spiele halt alle anderen Klassen genauso. Deswegen hat mir das irgendwie nie so sehr viel ausgemacht. Danke für den Brief, Kavi, moin moin, moin Flo, das hörst du wahrscheinlich auch schon ständig, aber großes Lob für deine Videos, sehr beeindruckend, wie du dich für dieses Spiel begeisterst und was du alles über es weißt. Ich gehe mal davon aus, dass du das hier hauptberuflich machst, deshalb eine Frage, wie schaffst du das Ganze, wie schaffst du es den ganzen Tag zu zocken und nicht den Spaß zu verlieren und wie viel Zeit kostet dich das Schneiden der Videos täglich? Mach weiter so, schöne Grüße aus Norddeutschland. Ich meine, ich zocke einfach für mein Leben gern. Ich liebe es, Games zu spielen, egal ob das jetzt WoW ist oder andere Spiele. Ich spiele auch zahlreiche andere Games nebenbei. Das ist halt einfach mein Hobby und das, was ich halt am liebsten mache. Ansonsten, deswegen fällt es mir da irgendwie nicht schwer, irgendwie Zeit zu investieren. Wenn ich keine Lust habe, dann mache ich halt was anderes. Natürlich gibt es halt auch Tage,
wo ich gar keinen Bock habe, irgendwie zu zocken oder sonst irgendwas, aber ja, dann mache ich an den Tagen halt was anderes, sagen wir so. Ansonsten danke auf jeden Fall schon mal für den Brief. Wie viel Zeit mich das Videoschneiden kostet täglich? Normalerweise recorde ich ein oder zwei Tage die Woche. Das kostet mich mehr Zeit eigentlich, das Recorden eigentlich bei dem Content, den ich jetzt gerade mache. Ab und zu mal ein Video, was länger dauert. Gerade irgendwie was halt Informationen braucht, wie halt die Klassen vorschauen oder sonst irgendwas, wo ich halt erst recherchieren muss und Sachen zusammenschreiben muss. Das dauert dann halt schon mal ein bisschen länger, rein vom Schneiden her. Ich meine, Let's Play dauert jetzt nicht lange. Das ist halt, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten. Und die restlichen Videos, wie die BGs, dauern auch nicht so lange, aber wenn es jetzt zum Beispiel, ja, wie die Klassenvorschauen halt ist oder andere Videos, die ich früher gemacht habe, wie Level Guide und so weiter, da bin ich halt dann, ich weiß nicht, mehrere Tage dran. Das kommt immer darauf an, was ich da im Endeffekt mache, aber meine Videos sind jetzt vom Aufbau nicht so immens aufwendig, sagen wir so. Ich habe einen zweiten Kanal auch, wo ich halt meine Twitch-Highlights und Co. hochlade oder Playthroughs oder halt einfach so, ja, Highlights aus den Games, die ich sonst so spiele, im Stream. Das kostet ein bisschen mehr Zeit, aber das ist einfach was ich halt hobbymäßig mache. Der andere Kanal ist nämlich nicht monetarisiert oder sonst irgendwas, ich verdiene da keinen Cent damit. Das ist einfach nur so, ja, ich wollte einfach so einen Kanal, wo ich Just for Fun einfach alles mögliche hochlade, wie halt die Highlights aus dem Stream oder halt das Playthrough von einem anderen Game oder vielleicht auch die Vlogs zwischendurch zu allen möglichen Sachen. Deswegen, ja, macht mir einfach Spaß. Aber danke für die Frage, Mann, auf jeden Fall. Dann Schmede. Oh mein Gott, Alter, wie viele Briefe schon wieder. Hi Flo, vielleicht erkennst du mich aus den Streams von dir. Ich bin der immer jeden, immer diese guten Jokes erzählt. Ach so. Wollte ich nur mal hier kurz meine Dank ausrichten. Ich verfolge dich schon, wenn ich mich nicht irre, seit Ende im OP, weil ich da angefangen habe, Achievements zu farmen. Du bist der erste WoW-YouTuber gewesen, den ich entdeckt habe. Habe dich durch deine Mount Guides gefunden und direkt lieben gelernt. Du bist einer der coolsten Socken, die es auf der Welt gibt. Und dafür danke ich. Dankeschön. Fortsetzung folgt. Dafür danke ich dir. Mach weiter so mit deinen Videos und Streams, so wie du bist. Wär's nicht da gewesen, wäre ich wahrscheinlich immer noch ein Noob in WoW und wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Ich weiß, dass es dir in letzter Zeit nicht so gut ging und wie früher mental gesehen. Deshalb wünsche ich dir alles Gute und keine Sorge, du kommst da durch, du kannst auf uns zählen. Dankeschön, Mann. Nochmal zum Abschluss ein fettes Dankeschön für alles, was du in den letzten mehr als 6 Jahren für mich gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Hier noch ein kleines Geschenk. Ich hoffe, es gefällt dir und ist besser als das Bild von Tom Turbo. PS, wenn sie streichelt, freut sie sich und wird größer. Oh, das Geschenk jetzt, oder? Vielen, vielen Dank. Was haben wir denn drin im Geschenk? Eine Monstermöhre. Damn. Richtig cute, Alter. Richtig cute. Ist die Level 1? Oder kann ich sogar lernen mit dem Jar hier? Die anderen Pets kann ich ja noch nicht lernen, weil ich habe nur Level 1 bisher mit dem Account. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Lotrix Addon, moin Cham, ich wollte mal fragen, ob es noch in Shadowlands einen Sinn macht, sich die alten Addons zu kaufen, oder PC-MOP, das brauchst du schon lange nicht mehr. Die Addons, die sind schon seit Legion nicht mehr nötig, du brauchst nur ein Abonnement und dann hast alles bis auf das aktuellste Addon. Das heißt, wenn du dir jetzt aktuell ein Abo holst, dann hast alles bis Legion und BFA müsstest du dir kaufen. Und ich denke mal, dass sobald Shadowlands Release wird es das gleiche sein, wenn du ein Abo hast, kannst du wahrscheinlich alles bis BFA spielen und Shadowlands musst du dir nach wie vor kaufen. Das gibt schon länger nicht mehr. Everlawn hat wieder Mats für mich, Alter. Uff, er hat mir sogar die 30er. Das hätte ich vielleicht voransehen sollen. Ja, gut. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Viel kann ich gegen den Platzmangel nicht machen, aber eine Idee hätte ich da. Hoffe, es hilft etwas. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Die 30er-Slots. Langer Brief heute. Hey Flo, hoffe, es geht dir gut. Heute habe ich eine Frage zum Thema Ruf. Es gibt ja einen accountweiten Sammlerfolg für Ruffraktionen. Alter und Orakel habe ich mich mit dem Dudu nur auf ehrfürchtig und bin so Fraktion, so bei den Fraktionen accountweit. Wenn ich mit dem Dudu nun Seher und Wildherzen ehrfürchtig werde, will dann sinkt der Alter und Orakel vom Ruf. Summiert sich dann die Anzahl? Das weiß ich leider nicht. Ich glaube eher, dass es zählt, dass wenn du das auf einem anderen Char farmst, dass sich das dann dazu rechnet. Ich kann mich irren, da müsste es einen anderen fragen, aber das weiß ich gerade leider auswendig nicht, weil ich seit dem neuen Ruf-Achievement das noch nicht ausprobiert habe. Das könnte ich dir leider nicht beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass es safer wäre, das einfach mit dem anderen Charakter zu farmen und teilweise auch schneller. Vor allem bei Aldor müsste es ja erst wieder das Rückwärtsfarmen. Ich würde generell empfehlen, das lieber mit dem anderen Char zu machen. Und dann haben wir noch Budok oder Budok. Frage zu Boost. Hey Flo, kennst du eine seriöse Boost-Gruppe, welche mir das Jader Mount holen kann? Ich suche schon seit einer guten Woche und finde keine. Ich wäre bereit, 150 bis 300k dafür hinzuhalten, hier ein paar Taler im Hexer zu leveln zu erleichtern. Danke für 200 Gold. Jetzt nehmen wir mal kurz die Taschen raus. Nett, wirklich. Ich
habe selber noch nie irgendwie einen Boost oder sonst irgendwas. Kann ich die? Achso, weil da die Taschen drinnen liegen. Ich habe selber noch nie irgendwie so Boost-Sachen benutzt oder so. Ich habe zum ersten Mal dieses Addon halt, weil ich vor kurzem Geburtstag hatte, mein 28er, habe ich von meiner Community halt einen Boost für eine Soft-Mount bekommen, vielleicht und für Azshara Mythic. Das war das Einzige, was ich je gemacht habe, das habe ich mir nicht selber gekauft. Deswegen, ich weiß nicht, wie das abläuft oder sonst was. Wenn, dann war ich immer derjenige, der solche Sachen verkauft hat früher, als dass ich es halt selber irgendwie kaufe. Da muss einfach im Handel schauen oder sonst irgendwo, wo das angeboten wird. Im Tool ist es leider eigentlich gar nicht mehr erlaubt. Also man darf im Tool, im organisierten Gruppentool gar nichts mehr anbieten an verschiedenen Sachen. Also wenn er da irgendwas sieht, wenn er hier einfach, ich meine, man sieht eben mehr als tausende Gruppen, wenn du hier irgendwie One-to-Sell eingibst oder sonst irgendwas. Gut, ich bin nicht Low-Level, deswegen fällt hier nichts auf, aber wenn du halt One-to-Sell oder sonst oder One-to-Buy oder sonst irgendwas eingibst, da kommen eh hunderte Gruppen, da kann man normalerweise alles reporten immer. Aber ja, wenn du im Handelschat irgendwen siehst, musst du da vielleicht fragen, ich weiß es nicht. Das wäre so, habe ich das vorher alles rausgenommen schon, genau, das sind noch die Teamwork-Sachen, die ich hier habe. Dann können wir nämlich die Bank jetzt auffüllen. Jetzt haben wir nämlich wieder mehr als genug Slots. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, was hier eigentlich mein Main Gear ist gerade. Dass ich alles einmal kurz angelegt habe. Das werden wir gleich rausfinden nochmal. Ansonsten, ja, wie gesagt, da stehe ich ein bisschen am Schlauch. Ansonsten, es empfiehlt sich halt einfach eine Gruppe zu suchen, die. Oder selber eine Gruppe zu suchen, wenn man einfach das 1 im Level hat. Ich meine, wenn du 460, 465 plus bist, hast du eigentlich keinerlei Probleme, da eine Chainer-Gruppe zu finden, weil da sind ja die Tausende im Tool offen jeden Tag. So, jetzt würde ich sagen, wir entzaubern das hier alles. Das kommt in die Mattbank, das kommt ebenfalls da rein, das kommt auch da rein. Die Stoffe ebenfalls, die Kochmats, die Loan brauche ich eigentlich nicht mehr unbedingt. Hier die Raptoreneier und den Ruhestein, den kann ich auch löschen, weil ich habe sowieso das Spielzeug dabei, deswegen brauchen wir den Ruhestein hier nicht unbedingt. Sollen wir das entzaubern? Ich glaube, es wäre fast schlauer. Die Taschen brauchen wir gar nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt gehen wir ein bisschen ausleeren und mal den ganzen, das ganze Inventar hier wieder ein bisschen clearen. Damit wir in Zukunft wieder ein paar mehr Sachen mitnehmen können. Ja, dann können wir das alles entzaubern. Und dann räume ich mal ganz fix die Bank ein. Das mache ich jetzt aber nicht im Video, sondern das mache ich ganz schnell und schneide dann einfach nach vorne, damit ihr das nicht mit ansehen müsst, wie ich hier meine Bank sortiere. Das hat immer ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, das ganze hier alles einzusortieren. Aber die Bank sieht jetzt vorerst mal fein aus. Das sind halt in der ersten Seite sind halt hier meine ganzen Transmog-Sachen, die ich halt so geschickt bekommen habe, die ich alle noch anlegen muss, aber wo ich halt im Level einfach noch zu niedrig bin. Dann haben wir hier noch ein Rezept mit dabei. Wobei, ein Rezept können wir eigentlich in so eine eigene Tasche packen hier noch. Dann haben wir hier ein paar Verzauberungsmats. Einige Taschen sind noch frei und ganz hinten haben wir hier noch den ganzen Elementar-Staff und die Materialbank, die ist halt randvoll. Da hatte ich ehrlich gesagt dann nicht mehr wirklich durchsortiert. Ich glaube, da sind auch noch ein paar VZ-Sachen und so weiter drin. Das muss ich noch irgendwann alles spezifischer sortieren. Aber ich muss sowieso irgendwann eine Gilde gründen, wo ich dann in der Gildenbank alles einsortiere, so wie ich es beim Achievement-Jar mache, weil es irgendwo einfach leichter ist, weil die Gildenbank halt bei weitem größer ist als die eigene Bank. Ich hoffe, man kann die Bank irgendwie auch mal ein bisschen weiter ausbauen, weil gerade wenn man irgendwie alles Mögliche sammeln will für zukünftige Dinge, dann ist die Bank schon ein bisschen sehr, sehr knapp bemessen, wenn man ja gerade eine eigene Gildenbank hat, wo man halt alles einlagern kann, aber gut, das sind halt Luxusprobleme, würde ich fast mal betiteln. Dann müssen wir jetzt eigentlich wieder zurück ins Arati hochland, weil da haben wir aufgehört mit den Quests. Haben wir ja letztes Mal hier diese mit, wie heißt es nochmal? Ich weiß ihren Namen gerade nicht mehr. Da müssen wir ja oben die versteinerte, das versteinerte Girl da befreien. Und da werden wir jetzt nochmal weitermachen, zusätzlich zu den ganzen anderen Quests. Wir sehen, was sind wir jetzt? Level 50. Fehlt ja nicht mehr allzu viel. Bald kann ich mal ein bisschen schickere Sachen morgen. Vor allem den ganzen Teufelsstoff-Stuff. Der sieht nämlich ziemlich cool aus mit den mit dieser roten Kapuze und Co. Weil, upsie, wo sie waren? Hier sie waren. Momentan haben wir da noch nicht allzu viel. Warum als Teufelsstoff? Weil das habe ich ja alles schon hergestellt mit der Kapuze und so weiter. Will ich mir dann irgendein Set bauen. Jetzt habe ich halt ja, einfach nur eine Robe gemockt, Stiefel und irgendein Low-Schwert beziehungsweise halt ein Buch, weil ich habe halt einfach nichts, was ich irgendwie benutzen kann. Aber damit werden wir schon mal eine Zeit lang auskommen. So, jetzt sind wir aber endlich mal wieder im Questgebiet. Das heißt, wir können wieder mal ein bisschen voran leveln. Da ist auch noch ein anderer unterwegs, ein Hortler, wie es aussieht. Jetzt müssen wir nämlich, wie gesagt, die brennenden Schlüssel, den schäumenden Schlüssel und den Schlüssel orgen. Dann können wir noch die zwei Köpfe orgen, beziehungsweise die Söldner da drüben killen. Aber da müssen wir dann sowieso rüber. Ich glaube, die Quest gibt man dann wieder hier ab, weil ich muss da oben auch noch was holen. Deswegen glaube ich, ist sogar schneller. Ist sogar besser, wenn wir zuerst auf die andere Seite gehen. Da gibt es nämlich die donnernden Glücksbringer. Die kennt man ja auch noch von der Classic Quest rein. Muss man die bei der Quest hier kombinieren auch? Ich glaube, oder? Zum Scheuen? Ah ne, das ist nur zum Verbannen, Blödsinn. Okay, dann war das was anderes, man hier kriegt, glaube ich, oder? Ach, man muss überhaupt nur das Ding in der Mitte looten. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe die Quest schon lange nicht mehr gemacht, weil das ist eigentlich der Quest, die ich immer skippe.
Dann am Schluss kommt da nämlich eine Gruppenquest bei raus, aber mit einem Pad soll es eigentlich locker machbar sein, dass man das holt. Genau, da kriegt man einfach die Schlüssel hier. Ich glaube, man gibt es dann eh hier oben ab. Das heißt, wir gehen zuerst mal lieber irgendwo nach unten, damit wir da noch weitermachen können, weil sonst sind wir da ein bisschen produktiver gerade unterwegs, bevor wir da irgendwie fünfmal hin und her reiten müssen. Ansonsten haben wir gerade ein interessantes Thema. Ich meine, Shadowlands sieht nach wie vor ziemlich nice aus. Gott sei Dank gibt es jetzt auch einen eigenen Testserver auf der Beta momentan, wo man jetzt direkt einen 60er Charakter erstellen kann, damit man halt gezielter testen kann. Man kann die Covenant Abilities leichter auswählen und dann immer wieder zurücksetzen, damit man halt einfach die Fähigkeiten ein bisschen besser testen kann. Finde ich sehr, sehr nice, dass sie sowas noch gemacht haben, weil ich dachte nämlich zuerst, ach so, nee, da unten gibt es ab, oder? Okay, dann war das blöd, dann ist es sogar kontraproduktiv, weil jetzt, wenn ich jetzt umdrehe, dann wird es noch blöder, deswegen müssen wir jetzt beibehalten. Aber ich hatte mir schon die Befürchtnis, dass ich würde gerne noch ein paar von den Klassenforscher-Videos machen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch schaffe. Aber das Problem war halt dabei, dass es gerade vorher nur die Server gab, wo man jetzt nicht mehr die Covenant-Abilities alle testen konnte, sondern man muss halt quasi dann 4 Chars selbstständig durchleveln und da hatte ich dann nicht wirklich Lust zu. Aber so wird es natürlich wieder bei Weitem leichter machbar sein. Kann man sich auch nach wie vor die Legendaries noch ansehen, die auch immer noch sehr, sehr coolen Eindruck machen. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, ich schaue, wie viele Klassen der Vorschau-Dinger ich dann auch schaffe und wie viel ich halt da Lust habe. Ich will auch noch andere Videos auch nebenbei machen, damit ich da zwecks Shadowlands ein bisschen was noch abdecken kann. Ich habe auch geschaut letztens eigentlich getestet quasi mit der Charaktererstellungsvideo da, mit der neuen Charaktererstellung in Shadowlands. Habe ich eigentlich nur mal getestet als Video, einfach um zu sehen, ob euch sowas gefällt hat. Einfach so ein, ja, mehr oder weniger Laberformat in dem Sinne, wo es halt einfach um aktuellere Themen geht. Und ich glaube, sowas mache ich zumindest mal für Shadowlands ein bisschen öfter. Und da schauen wir uns dann wahrscheinlich noch das ein oder andere Feature an. Rare Mob. Das ein oder andere Feature an, das natürlich noch mit dabei ist. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Ideen, was wir da umsetzen können. Und ansonsten sieht es eigentlich ziemlich nice aus bisher. Ich meine, ich bin gespannt, was jetzt die nächsten Builds noch kommen. Gerade PvP-technisch fehlt nämlich noch einiges. Da haben sie jetzt im letzten Build haben sie mal ein paar von den PvP-Talenten rausgeworfen, die jetzt halt Baseline in der Skillung mit eingebaut sind. Wie Way of the Crane gab es jetzt für einen Mistweaver generell als Talent und so weiter. Macht ja keinen Sinn, dass das dann noch als PvP-Talent mit drinnen ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was sie da halt bei den anderen Klassen noch machen. Gerade weil mich PvP halt immer sehr, sehr interessiert und ich da immer, ja, sehr gespannt bin, weil PvP-Talente kann man da nochmal ziemlich viel balancen und ziemlich viel hin und her switchen und die Klassen halt nochmal angenehmer gestalten, sodass man halt mehr, einfach mehr Möglichkeit hat. Mir fehlt einfach dieses Ausspielpotenzial irgendwie bei sehr, sehr vielen Klassen. Es gibt halt wenige Klassen, wo du halt viel machen kannst, die halt irgendwie ein großes Toolkit mitbringen, wo du irgendwie was machen kannst. Ich meine, momentan ist es halt einfach der Hexenmeister und Magier, wo du halt gerade in Arena extrem damit dominieren kannst. Und auch Battlegrounds ist halt extrem krass. Gleiche gilt auch für Melee-Klassen, wie zum Beispiel Schurke oder Windwalker, die halt ziemlich gut dastehen. Und bei manchen anderen Klassen fehlt halt einfach irgendwie so das Toolkit, um irgendwie was machen zu können. Beim Krieger sieht es da schon mal sehr, sehr geil aus in Shadowlands. Da bin ich schon sehr, sehr hyped drauf. Glaube ich auch der erste Char, den ich noch nebenbei level. Denn wenn das so beigehalten wird wie zu Legion, da war es ja auch so, dass man die, oder Legion VOD glaube ich auch, da war es ja auch so, dass man die ersten, ich weiß nicht wie lange, ich glaube die ersten 2 bis 4 Wochen, glaube ich, ist es, wo man in dem Sinne eigentlich Zeit hat, einen Char zu leveln, bevor halt die Raids aufgehen, bevor mit dem Plus anfängt, bevor die Season und so weiter anfängt. Ich tippe mal, dass sie das wieder gleich handhaben werden in Shadowlands, dass man sagt, die ersten 4 Wochen hast quasi Zeit, deinen Charakter zu leveln und dann geht halt Raid auf etc. Also tippe ich mal, dass sie das ähnlich handhaben werden da in dem Falle. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil das heißt für mich wahrscheinlich, dass ich am Anfang nicht unbedingt mich so hart um meinen Main kümmere. Ich werde wieder relativ langsam leveln. Ich werde es auch wieder handhaben wie sonst bei den restlichen Addons. Also wenn das Addon released, werde ich die ganze Woche die ganze Zeit streamen. Also wenn ich aufstehe, mache ich Stream an und wenn ich schlafen gehe, mache ich Stream aus. In der Zeit wird natürlich kein einziges Video kommen auf YouTube, außer vielleicht auf dem Zweitkanal, auf dem Highlight-Channel, dass ich da vielleicht irgendwie die Level-Experience oder so hochlade, einfach das komplettes Playthrough oder so. Das könnte sein, dass ich da mache. Ansonsten vermute ich gleich mal meine ganzen Twinks anfangen zu leveln, wo ich halt sage, keine Ahnung, ich baller halt einen nach dem anderen von meinen ganzen Chars nach oben, weil gerade am Anfang ist halt die Zeit schön da, wo man das machen kann. Meistens ist so nach 1 oder 2 Wochen, wo die normalen Mythic plus 0 aufgehen, also wo man einfach nur die mythischen Dungeons laufen kann. Ich tippe, das wird ziemlich gleich sein und da kann man halt dann ein bisschen Gear farmen. Da wird es dann schon interessanter, weil ich will ja gerade für Arena und Co.
gerne wieder ein bisschen Ausrüstung parat haben oder halt vielleicht ein paar Battlegrounds spielen. Wobei, das Ehre-Gear müsste eigentlich von Anfang an drinnen sein. Also das, was man für Ehre-Punkte kaufen kann, das wird wahrscheinlich gleich von Anfang an mit HCs und NHC-Inis am Start sein. Da kann man sich ja da auch schon mal ein bisschen was organisieren. Ansonsten sieht so erstmal der Plan aus und wie gesagt, ich bin da sehr gespannt, was da mit den Klassen halt PvP-technisch noch geändert wird, weil danach entscheide ich mich halt immer, was für Klassen ich zuerst level. Wobei das jetzt nicht so dramatisch ist bei mir, weil es ist halt nur die ersten zwei Klassen und danach, ich level ja sowieso wieder alles nach oben. Ich kenne mich ja, ich weiß, dass ich sowieso irgendwann wieder alle meine 48 Charsal auf Max pushen werde. Von dem her mache ich mir da nicht wirklich Sorgen. Das werden wir schon alles hinbekommen. Was für Covenants ich mit wem wähle, da habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Ich schaue mir das alles noch ein bisschen an. Abilities, die mir am meisten zusagen momentan, sind beim Paladin am ehesten Revendreth mit der AOE-Weihe, beziehungsweise generell der Weihe. Ist im PvP jetzt nicht so mega gut, aber sieht ganz cool aus. Und ich kann mir viele Situationen vorstellen, wo ich es gut benutzen kann. Ansonsten der Teleport als Mobility ist auch nochmal ziemlich sick. Dann beim Krieger, glaube ich, wird es ebenfalls Revendreth werden, weil ich den Executor ziemlich mag. Der macht die Rotation meiner Ansicht nach nochmal bei weitem runter. Dann für meinen Druiden, den ich hauptsächlich wahrscheinlich wieder als Feral und Tank spielen werde. Eventuell werde ich auch wieder Healer spielen, ein bisschen in Arena, ein bisschen probieren. Kommt darauf an, wie motivierend Arena in Shadowlands ist. Da werden wir uns das auch noch ansehen. Und da werde ich vermutlich mal Draxus gehen, weil ich diesen komischen Insektenschwarm, den man da hat, den finde ich ziemlich cool, der dort als Dot quasi hin und her springt oder als Hot auf einem selber. Ich glaube, der, wenn ich mich nicht verlesen habe oder falsch getestet habe, ich habe es einmal kurz ausprobiert, kann mich aber gerade nicht mehr zu 100% daran erinnern, dann war das, dass der Dot, glaube ich, immer zuerst einmal Damage tickt, dann wieder Healing und die ganze Zeit, glaube ich, hin und her springt, wenn ich mich gerade nicht irre. Das hat ziemlich cool ausgesehen beim Schatten oder generell bei meinem Priester, den ich vermutlich wieder als Distion Shadow spielen werde. Denke ich mal, dass ich mit ebenfalls eventuell Maldraxxus gehe. Maldraxxus oder Kyrian, also Bastion. Eins von beiden werde ich da wahrscheinlich nehmen, weil ich mag, bei Maldraxxus ist es so eine AOE Nova, die einfach einen Debuff gibt. Das ist halt gerade im Battleground, im Zerg ziemlich geil oder halt im Mythic Plus als zusätzliche AOE noch. Generell mit der kompletten Shadow-Überarbeitung hast du halt noch mehr dann. Als Disci Priest ebenfalls ist halt Heavy AOE für Mythic Plus. Sehr, sehr cool. Oder generell im Battleground zum Healen, wenn halt viele Mobs sind. Oder jetzt, wenn ich in Arena gegen, ich weiß auch nicht, ein Demolog spiele oder Unholy DK, irgendwas, was viele von den Dots rausballert, weil dann kann ich alles debuffen und das healt dann wieder in mein Atomen rein. Und dann kann ich mich da nochmal bei Weitem leichter gegenhalten. Deswegen denke ich fast, dass es auf die rauslaufen wird. Bei den anderen Klassen habe ich noch zu wenig geschaut. Bei Schurke eventuell Maldraxxus. Wobei ich sagen muss, bei Schurke habe ich mir die anderen drei noch gar nicht angesehen. Aber Maldraxxus hat einen coolen Eindruck schon mal gemacht. Einen coolen ersten mit der Knochenspike, die man schießen kann. Bei den anderen schauen wir dann einfach noch, was mir von der Fähigkeit da am meisten zusagt. Wie gesagt, ich orientiere mich nie danach, was irgendwie gerade jetzt die beste Ability ist in der und der Situation. Weil, ich meine, ist halt ein MMO, du sollst einfach das wählen, was dir halt Spaß macht im Endeffekt und hochkommen in Arena oder im Mythic Plus oder sonst irgendwo, tust halt eh überall mit allem. Das spielt halt eh keine Rolle, von dem her einfach das picken, was einem Spaß macht und danach werde ich mich halt am meisten orientieren. Für mich jetzt gerade meistens Gameplay-technisch ist für das, wo ich mich am meisten interessiere, also wie spielt sich die Rotation. Deswegen habe ich gesagt, zum Beispiel bei, wenn ich jetzt Armsware spiele, macht halt Maldraxxus am Revendreth die Rotation immer runter, wegen dem Execute über 80% und unter 20%. Das ist irgendwie nochmal, ja, ein kleines schönes Gimmick, was man halt noch nochmal zusätzlich einsetzen kann. Ich meine, die andere Fähigkeit ist auch nicht bad, also bei Krieger ist die Ardenwield-Fähigkeit mit der Shockwave nach vorne und der auch extrem hohen Wutgeneration, das finde ich auch übercool. Da kannst du halt so heavy cleaven damit. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung wert, aber ich denke eher mal Draxus. Wobei das andere für PvP auch nicht so schlecht wäre. Muss ich noch überlegen, aber dann werden wir dann schon relativ schnell mal rausfinden, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir dotten hier einfach mal beide. Sind wir mal so frech. Ansonsten finde ich das System ganz interessant, ehrlich gesagt. Das mit den Fähigkeiten macht mir jetzt nicht wirklich viel aus. Das, was ich eher problematischer empfinde, sind die Secondary-Fähigkeiten. Die Klassenfähigkeiten an sich sind mir egal. Da nehme ich das, was mir gefällt. Bei den Secondary-Fähigkeiten ist es halt ein bisschen problematisch, weil es halt im BVE spielt es nicht wirklich eine Rolle. Im BVP ist es halt balance-technisch ein bisschen problematischer. Wobei im BVE vielleicht High Mythic Plus noch. Wo es, na gut, Anfang der Season eher nicht, aber gerade die letzte Season wird dann wahrscheinlich, oh, ich muss das und das spielen, was sonst wäre ich nicht mitgenommen. Und so.
Ich meine, ich weiß, dass es die komischen Buffs auch noch gibt im Mythic Plus, aber ehrlich gesagt ist das was, was mich gar nicht sehr interessiert, weil es wäre weird, wenn sie die Buffs einfügen und die Instanz quasi auf die Buffs balancen. Das wäre sehr, sehr mysteriös, weil das würde ja heißen, dass wenn ich die eine Covenant nicht mit habe, dann bin ich ja im Nachteil. Also tippe ich mal ganz einfach, dass die quasi drauf gebalanced sind, dass man die Fähigkeiten nicht mit hat. Und ja, wie gesagt, aber selbst wenn, dann spielt es halt auch keine Rolle, weil ich gehe halt eh maximal für eine Weekly in Mythic Plus und mehr interessiert mich da eh nicht. Außer vielleicht halt das 15er Achievement, was es halt wieder gibt für das Reittier, aber gut, es wird wahrscheinlich eh wieder 15er auf 15er Weeklies hinauslaufen. Wobei, erste Season glaube ich sogar, wird wahrscheinlich wieder 10er Weeklies werden und eventuell der 15er Key ein bisschen schwerer werden, aber werden wir uns dann ansehen, wenn es dann schlussendlich am Live-Server ist, weil am BTR kannst halt, oder am Beta-Server kannst halt immer schwer sagen, wie es dann final aussehen wird. Das schauen wir uns dann an, wenn es denn finally soweit ist. Ansonsten, ich meine, Soulbind, das ist das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt, ist halt, dass die Komplexität für PvP, wo ich halt wieder habe, wenn ich in Arena reingehe, Arena setzt ja immer da, voraus, dass ich weiß, was der andere kann und wann er wo was einsetzen kann. Das heißt, wenn der andere jetzt, ich weiß nicht, ein Disc Priester spielt, dann weiß ich, er hat Pain Suppression. Das heißt, er kann sich den Schaden verringern. Er hat die AOE-Kuppel, die nochmal den Schaden verringert für alle, die drinnen stehen. Er hat ein Shield-CD, womit er halt die Shield spammen kann, wenn er vielleicht auf Schatten gelockt ist oder sonst irgendwas. Das heißt, ich kann halt die Situation ausspielen, weil ich weiß, ah, jetzt hat er das. Ich kicke zum Beispiel Shadow und dann kann ich vielleicht, ich weiß nicht, ob mein Mate ist irgendwie Schamane oder so, da kann er einen Purge spammen, damit er halt die Shield dann nicht durchbringt. Dann weiß ich halt, wie ich das ausspielen kann. Jetzt haben wir aber das Problem, dass bei den Soulbinds, also nicht bei den Klassenfähigkeiten und bei den passiven Fähigkeiten, sondern eher bei den Soulbinds, das sind ja die Skilltrees, die man wählt, da sind ja nochmal Effixe für deine Traits drauf, die du gepickt hast. Oder beziehungsweise Passive Damage oder sonst irgendwas. Das wird halt dann schwierig immer abzusehen, weil ich weiß ja im Vorhinein nicht, was der andere spielt. Das heißt, wenn die Arena aufgeht, sehe ich dann erst im Endeffekt mid-game, was er spielt. Und wenn wir jetzt haben, das Maldraxxus Shield zum Beispiel. Das Maldraxxus Shield ist ein Cast, den du einfach hochstacken kannst für, glaube ich, 3 Sekunden oder so. Und dann hast du einfach ein Absorb-Shield auf dir. Hört sich jetzt nicht so stark an, weil du kannst ja einfach das Shield kicken, beziehungsweise kannst relativ schnell zerstören, weil es absorbiert, glaube ich, 30% von der maximalen Gesundheit. Jetzt gibt es allerdings bei Maldraxxus ein Talent dafür, dass während dieses Shield ab ist, ist man komplett immun gegen jeglichen Crowd-Control. Das heißt, man kann nicht rausgenommen werden mit Sheep, mit Fear oder was weiß ich. Jetzt ist das Ding, dass das direkt tickt, also man geht ja mal von der Cast-Zeit aus und wenn ich das jetzt kurz demonstriere hier anhand von dem Mob, wenn auch die Cast-Leiste schaut, sobald ich drücke und die Cast-Bar aufploppt, hätte ich in dem Fall schon den ersten Tick von dem Shield oben und das heißt, ich wäre immun gegen jeglichen CC, der kommt, auch wenn das Shield instant weg ist. Das heißt, du hast immer sehr, sehr viel Ausspielpotenzial damit, weil ich sehe, ich werde jetzt extrem mit CC gespammt, dann kann ich das kurz kanalisieren. Dann muss ich entweder den Gegner darauf forcen, dass er jetzt auf mich geht, damit er das Schild gebrochen kriegt und mich wieder CC'en kann. Oder aber, ich kann es halt dazu avoiden, wenn ich sehe, ah, der gegnerische Schurke läuft schon auf mich zu. Ich kann jetzt das Schild usen, weil ich weiß, ich werde gleich einen Kidney-Shot kriegen und dann muss er erst durch Schild durchgehen, bevor er halt ein Go machen kann. Und das ist halt immer sehr problematisch, weil ich weiß ja im Vorhinein nicht, ob die das Talent spielen. Das kann ich ja nicht sagen. Ich weiß halt nur, die Klasse hat die und die Fähigkeit, aber mehr kann ich halt nicht sagen. Wenn ich dann immer mit Game draufkommen muss, ach, der spielt ja das Shield, jetzt muss ich wieder auf den switchen. Und das kann mir halt zu dem Zeitpunkt vielleicht schon das Game kosten, weil er es erst so spät eingesetzt hat, dass ich gar nicht wusste, dass er die Fähigkeit überhaupt mit hat. Das finde ich sehr, sehr problematisch. Das ist auch bei den Klassenfähigkeiten, die man von den Covenants kriegt, ist es weniger Problem, weil die haben jetzt nicht so viel Ausspielpotenzial, als wie jetzt das Gate of Shadows von Revendreth zum Beispiel, wo ich mich draufporten kann auf den Gegner und der dann überhaupt 8 Sekunden lang desoriented ist. Das ist halt für Klassen wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Red Parler oder so, die nicht wirklich einen Desorient haben, außer wenn sie blind skillen. Nochmal eine zusätzliche CC-Fähigkeit, auf die ich achten muss in der Arena. Und das ist halt immer so sehr, sehr problematisch und kann sehr, sehr schnell zu Fiesta führen dann, wenn man halt nie weiß, was der Gegner spielt, weil die Soulbinds, die kannst du ja jederzeit wechseln. Das heißt, er kann das ja jedes Game switchen und nächstes Game weiß, kann ich sagen, ich habe jetzt voriges Game gegen die gespielt, ah, jetzt weiß ich, was ich picke, weil er hat das und das gespielt und dann switcht er wieder und ich habe wieder keine Ahnung, was er da jetzt genommen hat und irgendwann wird es ein bisschen anstrengend, da ein Verständnis für zu kriegen. Ich meine, kann sein, dass ich das komplett überdenke und es im Endeffekt gar nicht so schlimm ist, wie es halt öfter mal der Fall ist in Games, wo man halt einfach die Situation überdenkt und das Ganze dann gar nicht so schlimm rauskommt.
Aber rein vom Durchdenken jetzt von den Fähigkeiten finde ich sehr, sehr mühsam noch rauszufinden, was der andere überhaupt macht, was er kann und so weiter. Gerade weil sie halt immer wollen, dass sie halt WoW und andere Games Richtung E-Sport pushen. Und da ist halt immer das Wichtigste, dass der Zuschauer, also zum Beispiel ihr, die vielleicht nicht so viel spielen wie ich, die halt generell sich da ein Verständnis angeeignet haben, was wer mit was machen kann. Das ist halt immer schwierig, wenn jetzt irgendwie Arena-Tournament ist und du schaust dazu und du hast keine Ahnung, was gerade abgeht, weil halt ja, du von den Fähigkeiten halt nichts weißt. Dann ist das halt immer sehr, sehr problematisch. Und ich hoffe, dass sie da irgendwie ja, eine Art Lösung haben, wie sie das handhaben werden. Oder vielleicht haben sie gar keine Lösung. Sie haben ja nach wie vor gesagt, dass wenn es zu komplex wird oder zu unverständlich wird, dass sie das nach wie vor komplett entfernen können. Die Möglichkeit besteht ja, aber ich meine, ich bin immer noch dafür, dass sie zumindest mal die erste Season komplett testen. Selbst auf die Gefahr hin quasi, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber dann haben wir wenigstens was draus gelernt. Es ist immer besser, man versucht was und gesteht sich dann den Fehler ein, als ja, man versucht es erst gar nicht und vergeigt sich so quasi die Chance, neue Systeme besser irgendwie kennenzulernen. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich glaube, ich habe da gerade ein bisschen weit ausgeholt. Muss allerdings sagen, im Gegensatz dazu, also das hat sich jetzt nur auf Arena bezogen. Nur auf Arena. Ich würde sagen, in Mythic Plus finde ich sogar sehr geil, weil das bietet natürlich spielerisch extrem viele Optionen. Wobei man sagen muss, in Mythic Plus ist ja egal, weil ich weiß ja, was meine Mates spielen. Die werden mir ja sagen, was für Fähigkeiten sie genommen haben. Von dem her kann ich da auf gewisse Dinge schließen. In Battlegrounds ist es eigentlich auch ziemlich egal, weil Battlegrounds sind halt sowieso einfach ja, nett gewerteter Content, also low-rated Content oder sonst irgendwas, wo man da einfach Just for Fun spielt. Und da muss ich wiederum sagen, für BGs, also rein für Battlegrounds, finde ich das sogar sehr, sehr geil. Weil das bietet ja einfach so viele Optionen und so viel Potenzial, was du machen kannst in den Runden, dass ich es einfach sehr, sehr witzig empfinde, wenn ich da halt so viele Ausspielmöglichkeiten habe. Gerade mit dem Teleport und Co. Einziger Nachteil ist halt wieder, es sind halt keine Klassenfähigkeiten und ja, ich weiß halt, oder es ist halt dann schade, wenn halt jede Klasse das kann. Das ist immer halt das, was halt irgendwie WoW ausgemacht hat, im BGs vor allem, wenn ich sage, ja, ich weiß nicht, ich bin der Spieler gegen den Priester und der kann halt Mind Controllen oder so und dann kann er mich halt rausnehmen und das kann halt andere Klassen können, das halt nicht und dann habe ich halt dadurch ein Potenzial, wie ich jemanden ausspielen kann, was ich halt mit anderen Klassen nicht unbedingt kann. Und das hat irgendwie immer so einen, ja, einen gewissen Reiz, würde ich mal sagen, geboten. Achso, da vorne ist der Ramo, ich bin komplett verwirrt gerade. Aber wenn ich jetzt sage, ich will jetzt Raven, dann habe ich diesen Port und dann stehe ich halt im Alterak auf der Straße und dann kann ich halt den stunnen und kann mich auf den Berg hochporten und dann kann ich halt von oben wieder runtercasten oder so. Und dann portet der einfach nach, das ist halt, ich meine, spielerisch schon witzig, aber auch einerseits sad. Aber wie gesagt, bin sehr, sehr gespannt drauf und ich glaube auf jeden Fall, dass mir Battlegrounds, sofern sie hoffentlich auch noch das Ehre-System ein bisschen anpassen, dass mir Battlegrounds wieder extrem gefallen werden. Oh, jetzt aber 3 Level-Ups schon die Folge. Dass mir Battlegrounds da wieder sehr, sehr gefallen werden und da bin ich schon mega hyped drauf. Ansonsten, wie gesagt, arena-technisch noch ein bisschen die Befürchtung, dass es gar nicht geil wird, aber wie gesagt, im schlimmsten Fall werde ich halt nicht viel Arena spielen, außer für die Elite-Sets wieder. Weil da gibt es ja natürlich wie jede Season halt wieder die, das sind halt zum Beispiel die Sachen, die Elite-Sets, die gibt es halt immer nur während der Season, habe ich hier glaube ich schon ein paar Mal erklärt. Kriegt man zum Beispiel aktuell, wenn man jetzt, das ist halt das Stoffset, da kriegt man halt aktuell, wenn man bis 1800er Wertung im 2v2, 3v3 oder RBG spielt, kriegst halt alles außer den Umhang. Wenn man den Umhang auch noch haben will, dann muss man bis 2100 spielen und da gibt es dann nochmal die Waffenverzauberung dazu. Das ist Schreckenslohe und das ist halt alles nicht mehr erhältlich, wenn halt die Season vorbei ist, beziehungsweise zum Beispiel der Enchant ist nicht mehr erhältlich, sobald das Addon vorbei ist. Dann kann man sich dann wieder ein bisschen mehr von den anderen abheben oder hat halt Dinge, die nicht unbedingt jeder haben kann, sagen wir so. Das ist immer sehr, sehr geil, deswegen auf solche Dinge will ich trotzdem nicht verzichten, aber ich meine, wie gesagt, bis irgendwie 2100 Arena oder 2223 Arena dürfte es eigentlich nicht wirklich allzu Fiesta werden, sagen wir so, ist meistens dann. Der Arsch fehlt dem. Was da passiert? Sein Arsch ist gone. Da finde ich das jetzt nicht allzu schlimm. Ich glaube, wir können auch in die Höhle hier reingehen, weil wenn wir schon hier drüben sind, sonst müssen wir wieder zweimal hinterherlaufen. Das sind so bisher eigentlich meine einzigen Bedenken für Shadowlands. Rein PvE-technisch habe ich eigentlich mit gar nichts ein Problem. Für Raids wird sicher ziemlich cool werden, für mich Plus wird sicher ziemlich cool werden und generell für Open-World-Content und Co. kann ich mir auch vorstellen, dass es ziemlich witzig wird, vor allem wenn die Leute dann immer mehr rausfinden und dann halt immer mehr ja, Sachen in dem Sinne bekannt werden, was man halt machen kann und so weiter. Das ist halt dann immer nochmal ein Stück interessanter, weil am Anfang dauert es halt immer ein bisschen und die Leute, die halt dann
sich leichter durchdenken, haben dann immer einen kurzen Zeitenvorteil. Deswegen mache ich zum Beispiel die erste PvP-Season meistens immer mega, weil keiner kennt sich richtig aus und die Leute probieren halt alle möglichen Dinge aus, wie verschiedene Legendaries dann, verschiedene Soulbind-Specs, verschiedene Conduits, was du drinnen hast, und dann wird es halt richtig cool, weil dann kannst du halt ja, einfach mal eine Zeit lang testen, solange bis ich dann langsam so eine Meta rausarbeite aus dem Ganzen. Das ist dann meistens so Ende Season 2, Anfang Season 3 ist es dann, wo dann die richtige Meta entstanden ist von den Klassen, die halt gerade wieder Specs, die halt bei Weitem besser performen und so. Oder bei Weitem minimal besser performen oder halt einfach mehr Utility mitbringen, nicht unbedingt mehr Damage. Das kommt dann halt immer mit der Zeit durch, wobei, wie gesagt, für 99,9% der Spielerschaft macht das halt eh keinen Unterschied, weil die werden halt eh niemals den Content spielen, wo das halt irgendwo wichtig wird. Das betrifft halt eh nur die 0,01, die halt irgendwo für High Mythic Blue Score pushen oder halt irgendwo für Rank 1 in Arena pushen oder für Hero of the Horde im RBG oder sowas in der Art. Ich bin auch sehr gespannt, was sie mit RBG mal vorhaben. Da ist nämlich immer, oder da ist schon seit Cataclysm eigentlich nichts mehr mit passiert. Rated Battlegrounds sind eigentlich ziemlich witzig, muss ich sagen, aber ist ziemlich tot momentan, weil es halt einfach keinen eigenen Reward gibt, weil es keinen Anreiz gibt, da wirklich reinzugehen, außer wenn man unbedingt die Heldendaten oder Achievements haben will. Ich würde generell gerne sehen, dass sie sich da die Mühe machen, jetzt nicht unbedingt mit dem Release von Shadowlands, das muss nicht immer alles mit dem Release passieren, aber so mit Patches einfach mal sagen, ja, wir ändern da was komplett, vielleicht Battlegrounds halt sind dann nur noch kleinere BGs drin, also irgendwie nur noch Twin Peaks und WSG irgendwie zum Testen eine Zeit lang oder so, und dann kannst du halt da spielen und dann ist halt nur 6 gegen 6 oder sowas irgendwie mit kleineren Gruppen, vielleicht wird es dadurch ein bisschen interessanter und lustiger und generell mehr interessant für Leute, die halt da queuen würden, das würde ich halt extrem feiern, da hätte ich irgendwie ja, mehr Lust wieder drauf, weil irgendwie vermisse ich es auch, es ist schon länger aus, in Legion haben wir mit Proxy zusammen RBG gespielt, immer mit so einer kleinen Streamgruppe und in Cataclysm, da habe ich noch am meisten reingesuchtet mit dem Ganzen, als es gerade rauskam. Da war es auch noch ziemlich, ziemlich witzig, aber jetzt mittlerweile. Im Low-Rated-Bereich ist ziemlich viel los, also so bis 1000, 6000, 800 sind eigentlich ziemlich viele Gruppen unterwegs und dann über 2400 sind gefühlt, glaube ich, 4 Gruppen aktiv, die spielen und die queuen halt nie gegenseitig in sich rein, sondern die snipen halt immer nur Low-Teams, weil das Problem ist, damit die hochspielen können, ist halt sehr witzig, weil die spielen ja dann meistens gegen Leute, die so weit unter ihrem Rating ist, dass viele von ihrem Team zum Beispiel gar keine Pluspunkte kriegen oder immer nur plus 1, plus 2, wenn sie gewinnen. Sollten sie aber durch irgendwelche Zustände verlieren, sei es auch durch Serverprobleme oder sonst irgendwas, dann verlieren sie halt mal minus 20 oder sonst irgendwas und das ist halt dann immer sehr, sehr kritisch, wenn du halt so spielen musst, weil es da halt nicht wirklich ja ein richtig gutes System, sagen wir mal so, gibt. Da sind wir noch ein bisschen schade eigentlich, aber ich meine, das ist halt High-Content, hat halt immer so das Problem bei dem Ganzen. Es ist halt egal, in was für ein Spiel du gehst, im High-End sind halt immer nur die wenigsten unterwegs, weil es ja irgendwo logisch, dass sich die besten Spiele irgendwo abheben von dem Ganzen. So, jetzt können wir das hier abgeben und ich glaube, dann kommt der Steinriese raus, oder nicht? Ich weiß nicht, was der hier macht, ich glaube, der ist ja auch gerade im Questen. Da, glaube ich, kommt jetzt er hier, genau, der gute Tena an, den können wir dann auch gleich umhauen. Jetzt sollte unser Eli eigentlich tanken. Ich glaube, die Quest brauchen wir eh nicht, der spawnt nur so. Der hat auch das Problem, ich glaube, da ist das Modell verbuggt. Vielleicht haben sie für die auch mal ein Update. Ich meine, es gibt bessere Riesenmodelle. Die sind ja mit Cutter eingefügt worden. Mit der Molten Front sind ja überarbeitet worden. Die sind ja im Molten Core und so weiter, wurden die auch alle ersetzt. Das ist ja noch das uralte Modell. Vielleicht haben sie da gerade irgendwo irgendwelche Probleme damit. So, jetzt gehen wir noch die Quests ab. Und ich glaube, ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, wie lange ich schon recorde. Deswegen lassen wir es an der Stelle erstmal gut sein. Geben die Quests da drüben noch ab. Ansonsten sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder sonstiges habt, könnt ihr jederzeit gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder alternativ auf dem Server BlackRock einen Charakter erstellen und an den guten Delarim schicken. Da kann ich mir das natürlich in-game wieder ansehen. Ansonsten nicht vergessen, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.